Berliner. Mann, ey, Berliner. Berliner Pilsner. Perje die Pulle. So, und wie sieht die Pulle jetzt aus? Gefällt dir das? Also, hier ein Punkt. Ein Punkt, ja. Naja, noch irgendwas? Das ist ja so Und mach steril, die gleich auf. alten. Hier ist ja nichts weiter. Glück, 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 Glück. Mach mal richtig voll da dein Glas. Hat sich schon mal angehört wie eine Berliner Klospülung. Riecht doch so. Mein Scherz. So schlimm ist das Aber nicht. sieht gut aus. Ja, sieht sehr gut aus. Der Schaum ist auch schön. Das sprudelt ja nicht. Hat, guck mal genau hin. Sprudelt immer noch nicht. Sag mal, ihr sprudelt nicht. Nö. Das ist ja wie ein glatter See, Junge. Das sieht aus, als wenn es schon schal ist. Mal gucken. Prost. Das hat sich aber nie so schön angehört. Nee, also ich glaube, nächstes Mal müssen wir den Klang bewerten. Also ist okay. Ist ein bisschen auf gleicher Höhe von Berliner Kindel, obwohl ich da ganz ehrlich sagen muss, ich bin mir nicht sicher, wer besser schmeckt. Ja, Wahrscheinlich das Kindel. ja. Berliner Pilsner, aha. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe. Mehr braucht es nicht, um ein gutes Pils zu brauen. Spürsinn für die besten Rohstoffe aus der Natur, handwerkliches Können und große Erfahrung, vor allem ganz viel Leidenschaft für richtig, in Klammern, gutes Bier. Dein Berliner Pilsner, nur echt mit dem roten Berliner Pilsner Bär in der Flasche oder Dose. In der Flasche oder Dose, im 11er oder 20er Kasten, im Sixpack oder vom Fass. Feinherb, spritzig und ganz ohne Schnickschnack. 1963, die erste Flasche Berliner Pilsner läuft vom Band. 1963. Ein bisschen Geschichte. Ist ja Den Rest jetzt. von der Geschichte könnt ihr euch übrigens auf der Website angucken. Alles hier unter dem Video in der Beschreibung. Junges Bier. Seitdem ist das das Volksbier in Berlin und Brandenburg. Naja, also darüber lässt sich jetzt, aber egal. Ebenfalls von Anfang an dabei unsere Ikone, der rote Berliner Pilsner Bär. 1963. Also man kann jetzt schon trinken, ist aber Sehr hopfig. feinherb und spritzig, hätte ich gesagt. Spritzig wird es auf Klo. Tja, der Uwe noch. Ich kann schon mal zusammenzählen. Tja, der Uwe. Und ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Der Uwe ist hier immer dabei Kennst du irgendwo. das nicht? Kennst du das? Mhm. Nee? Wo ist denn deine Rangfolge? Mach das doch mal weg hier. Und dann benutzt doch mal einen Untersetzer von Joyboy. Pass auf, hier. Wo sagt denn jemand, mal alleine machen Hier, soll? hier, lass das Hier, hier. hier, hier. Mein, was denn nun, Bronze? Ja, ist Bronze, ja, was passiert? Bronze. Ja, ist es. Mittelklasse, nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich Billiges. Aber wie Ist teuer war billig. denn? Ich habe nicht geguckt, ist billig. Berliner Bild. Pilsner ist billig. Also eine 60er vielleicht, 50, 60 Cent. Vielleicht. Genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaften. Ja, das ist ein gutes Durchschnittsbier, kann man nicht meckern. Also ist schon okay, ja, ist schon in Ordnung. Ist ja nun mal so. So, pass auf, jetzt kommt der Was Uwe. trinken wir als nächstes? Warte, jetzt kommt der. Warte, Mensch, was trinken wir als nächstes? Mann, als nächstes trinken wir. Joyboy, oder? Oder nicht? Na, dann Joyboy. Trink mal das neueste von Joyboy. Alter, ich sehe rot. Ich auch. Wie heißt denn das? Was steht denn hier? Proteinbier Grapefruit. Gibt's das nächste Mal. Damit ihr das nicht verpasst, das gute Video, unbedingt den Kanal abonnieren. Alles klar. Dann gehen mal wieder was Gesundes, Alkoholfreies. Ja. Bis dahin. Haut rein, macht's gut. Bleibt fein. Grüßt mir Knut. Und jetzt der Uwe. Sophia. Ich bin Panzerkommandant, ich führe die Besatzung und damit den Kampfpanzer. Ich bin der Kraftfahrer und ich fahre den Kampfpanzer. Ich bin der Richtschütze und ich bringe die Munition ins Ziel. Ich bin der Ladeschütze und lade die Bordwaffen.
Ich bin Thomas, ich bin auch dabei. Na, klare Sache. Und ich bin Uwe, bin auch dabei. Und ich bin auch dabei und ein paar geile Fotzen sind auch dabei. Wenn ich ganz ehrlich bin, Jasmin war auch dabei. Und der Uwe ist auch dabei. Ich bin der Peter, ich bin auch dabei. Yeah.